Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und meine Glossybox ist nun auch endlich bei mir angekommen, aber leider ziemlich ramponiert. Ich zeige sie euch hier schon mal kurz. Sie hat leider hier einen Schaden abbekommen und hier noch einen etwas größeren. Ich bin darum etwas traurig, aber ich freue mich trotzdem, mir den Inhalt anzuschauen. Ich hoffe, da ist nichts kaputt gegangen vom Inhalt her und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Die Glossybox kommt monatlich zu euch nach Hause und enthält immer 5 Beauty-Produkte und kostet dabei 12,50 € bis 15 € pro Monat. Das ist abhängig von der Abolänge, die ihr abschließt. Und alle Fakten dazu schreibe ich euch aber auch nochmal in die Infobox. Dort gibt es dann auch einen Hinweis, wie ihr etwas sparen könnt. Die reguläre Glossybox ist immer einfarbig und rosafarben, aber hin und wieder machen sie auch diese Special Designs. So gab es jetzt im Oktober sogar zwei verschiedene Varianten, die mir beide gut gefallen. Ich habe hier die fiederfarbene Variante, es gibt da noch eine blaue und hier steht bei mir noch Enchanted Spirit drauf, also verzauberter Geist. Es wird mystisch in diesem Monat. Ich finde, das Design ist wirklich sehr gelungen mit diesem Fliederton und den goldenen Schriftzügen und Abbildungen drauf. Mit der Sonne hier oben und den Sternchen und Pflanzen und dem Pfau hier. Also wirklich eine ganz besondere Box, ein ganz besonderes Design. Und umso trauriger bin ich, dass meine hier durch den Transportweg so demoliert angekommen ist. Der größte Schaden ist einmal hier. Da ist der komplette Boden ja im Prinzip schon auf. Sie ist hier auch eingedellt. Auch hier am Deckel ist ein großer Schaden dran. Und hier hat sich auch das Papier so ein bisschen verschoben, dass so eine Wurst entstanden ist. Und das macht mich echt traurig, weil ich hätte diese Box wirklich sehr gerne weiterverwendet für meine Weihnachtsgeschenke zum Beispiel. Ja, ich kann sie jetzt nicht weiterverwenden. Ich mache sie trotzdem einmal auf. Den Deckel habe ich abgenommen. Und dann haben wir jetzt hier einen Blick auf die Produkte bzw. fliederfarbene Schleifenbändchen und den Magazin. Das Bändchen mache ich auf. Das Magazin nehme ich heraus und dann haben wir passendes goldenes Seidenpapier. Und jetzt schauen wir uns zunächst einmal das Magazin an, welches uns auch das Motto für diesen Monat verrät, nämlich The Beauty Tales Edition. Und beim Unboxing der Septemberbox war ja dieses Bild auch schon als Spoiler mit abgebildet und schon da habe ich gesagt, dass mir das richtig gut gefällt. Eine tolle Fotografie ist das von einer hübschen Frau, die in einem Walla Walla Kleid da tanzt. Sehr schön, erinnert an Märchen und an, ja, irgendwie ist das einfach sehr schön und stimmig zu dem ganzen Thema und zu der Aufmachung. Mir gefällt das richtig gut. Ich blätter jetzt hier mal die erste Seite auf und lese euch einmal die Einleitung vor. Kreiere eine märchenhafte Beauty-Routine mit deiner The Beauty Tales Edition. Der Glossy Oktober steht im Zeichen märchenhafter Schönheit. Ein wenig mystisch, ein bisschen feenhaft, aber zu 100% du. Unsere The Beauty Tales Edition im dualen romantischen Special Design birgt verzaubernde Produktschätze, die du gleich enthüllen darfst. Lass dich entführen in einen märchenhaften Alltag oder in die mystischen Geheimnisse der Nacht, in eine Welt voller Beauty-Magie sowie inspirierender Looks. Diese Edition bringt nicht nur aufregende neue Produktinspirationen in deine Routine, sondern färbt deinen Beauty-Alltag in warme, herbstliche Nuancen. Ruhige Erdtöne mit sanftem Glow für natürliche Looks stehen auf dem Make-up-Plan. Wir sind schon sehr gespannt auf deine feenhaften Bilder sowie kreativen Unboxing-Picks mit unserer Oktoberbox, welches der beiden an einem Märchenbuch angelehnten Special Designs hast du erwischt? Enchanted Spirit oder Midnight Fantasy? Ja, Midnight Fantasy, das steht auf der blauen Box drauf. Ich mache jetzt mal das Seidenpapier auf und dann schauen wir uns an, was sich so für Produkte in meiner Box verbergen. Hier haben wir jetzt einen ersten Blick auf die Produkte. Das sieht alles sehr hübsch aus. Also von den Farben total passend zu der Box. Ich starte jetzt einmal mit einem Nagellack und der ist von Essie. Und Essie ist meine Lieblingsmarke, was Nagellacke betrifft. Die halten bei mir richtig gut, wobei ich Nagellacke auch eigentlich nur für meine Fußnägel verwende. Der hier ist ziemlich hell und hat die Farbbezeichnung Ballet Slippers. Ja, Ballettschuhe. Das passt in jedem Fall sehr gut zu der Dame, die auf dem Titelbild des Magazins abgebildet ist. Es ist kein Weiß, es hat so einen leichten
Rosa Shift mit drin. Eine sehr schöne Farbe. Ich muss mir mal überlegen, ob ich den für mich aufhebe oder vielleicht mal in eine Verlosung packe. Denn so helle Farben trage ich in der Regel nicht auf meinen Fußnägeln. Ich mache weiter mit zwei Produkten, die anscheinend Goodies sind in diesem Monat. Nämlich einmal dieses Sachet hier von Essie Spa Maniküre. Eine Many Many Money intensive Handlotion mit Korianderöl und Glycerin. Das ist so eine kleines Sachet, was dann für eine Anwendung wahrscheinlich reicht. 1,5 Milliliter sind hier drin. Das ist ganz gut, um es mal auszuprobieren. Und das zweite Goodie ist einmal eine Parfümprobe von 4711 Aqua Colonia. Ein Safran und Iris Parfüm. Es soll entspannen. Das Packaging ist ganz hübsch und dann hat man hier so ein kleines Fläschchen drin mit Sprüher sogar, soweit ich das hier erkennen kann. Das finde ich immer besonders gut. Ich finde es generell schön, wenn so Duftpröbchen mal in Boxen drin sind. Da kann man sich mal durchschnüffeln. Das nächste Produkt finde ich vom Packaging her richtig hübsch. Das ist nämlich diese Tube hier von Betty Barclay. Oriental Bloom, eine Cremedusche mit 75 Millilitern haben wir da. Und schaut euch das mal an, diese Ornamente in Blumenform mit Blau und Rosa und Türkistönen. Das sieht total schön aus. Hier werden wir mal dran schnuppern, da bin ich jetzt neugierig. Ja, es ist ein sehr schöner, femininer und blumiger Duft. Er gefällt mir und ich weiß noch nicht, ob ich das Duschgel für mich behalte oder vielleicht auch weitergebe. Das werde ich mir überlegen. Das nächste Produkt ist von Steve Laurent. Die Marke ist mir schon ein Begriff, aber ich kenne da noch nicht allzu viele Produkte. Hier haben wir ein Lippenöl im Farbton Orchid. Das finde ich sehr schön. Ich verwende auch total gerne Lippenöle als Alternative zu Lippenpflegestiften. Denn wenn es ein gutes ist, dann gibt es einen richtig schönen Glanz auf die Lippen, was dann einem Lipgloss ähnelt. Und dann braucht man da nicht viel anderes mehr. So sieht jetzt einmal die Flasche aus. Und ja, es ist relativ leicht. Es ist aus Plastik, aber es sieht trotzdem irgendwie sehr hochwertig aus. Es ist so ein bisschen kantig, hat einen goldenen Deckel. Und dann sieht man da auch schon das Applikatorfüßchen. Ich glaube, ich werde da mal dran riechen und das vielleicht mal versuchen, auf dem Handrücken zu swatchen. Also eine Farbabgabe sehe ich jetzt hier nicht, aber es macht einem Öl entsprechend natürlich ordentlich Glanz. Und es hat einen leichten Geruch. Ich kann aber nicht wirklich einschätzen, wonach das riecht. Es riecht etwas süßlich, aber nicht penetrant. Das mag ich manchmal nicht unbedingt so auf den Lippen haben, wenn es so penetrant riecht. Es hat eine schöne Konsistenz, etwas klebrig. Ich werde es mal ausprobieren und dann mal schauen. Ich berichte euch bestimmt irgendwann in einem Aufgebrauch drüber, wie gut das pflegt oder nicht. Aber es macht so eigentlich einen ganz guten Eindruck. Und ich glaube, so von der Konsistenz her ist es auch ein Öl, was eine Weile auf den Lippen hält. In diesem Monat haben wir sogar ein Beauty-Tool mit in der Box, und zwar einen Pinsel. Und der ist von der Marke Luxie. Da habe ich zum Beispiel schon einen Highlighter-Pinsel in meiner Sammlung. Der hier ist etwas anders. Der hat hier oben, ja, wie so bei einem Stippling-Brush, die Borsten. Das ist die Nummer 524 Small Duo Fi Brush, steht hier mit drauf. Ja, ich bin jetzt unschlüssig, für was ich den verwenden würde. Ich könnte mir vorstellen, dass man damit auch gut Highlighter auftragen kann. Oder vielleicht auch Rouge. Das müsste man einfach mal ausprobieren. Ich mag in jedem Fall sehr den Griff, denn der passt auch wieder sehr gut zu der Box. Es verfestigt gut an, es sieht hübsch aus. Ich mag generell die Luxie Pinsel. Von daher ein sehr schönes Produkt. Jetzt sind wir auch leider schon beim letzten Produkt in diesem Monat angekommen und das wurde von der Verpackung her passend zu der Box gestaltet, nämlich in dieser Optik hier im Fliederton mit goldenen Ornamenten drauf. Und ich weiß, dass diejenigen, die die blaue Box haben, dass da das Packaging von diesem Produkt hier ebenfalls angepasst ist. Hier haben wir einen Fantasy Bloom Blush, Rose Infused Blush, also mit Rose, Rosenduft vielleicht. Und ja, hier sieht man so Libellen auf diesen Ornamenten drauf. Das müsste man sich, glaube ich, fast aufheben, diese Verpackung. Beautyenic Beauty ist die Marke. Die sagt mir auch noch so überhaupt nichts. Sehe ich jetzt zum ersten Mal. Und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt auf die Farbe. Und ich liebe Blushes. Von mir aus kann in jeder Box ein Blush drin sein. Damit hat man mich immer. Es ist jetzt hier nochmal sicher eingepackt. Und soweit ich jetzt hier erkennen kann, ist der auch heile. Ich hatte ja ein bisschen Sorge, dass das kaputt hier bei mir ankommt, nachdem wie meine Box aussah. Aber nein, er scheint heile zu sein.
Und den schrubbt man auf und dann hat man hier eine wunderschöne Rose als Prägung des Blushes. Und der hat einen ordentlichen Schimmer, einen ordentlichen Glow. Und er riecht auch ein bisschen rosig. Sehr schön, sehr stimmig. Ich werde ihn jetzt auch mal swatchen. Ich habe ihn jetzt hier einmal auf dem Finger drauf. Da wirkt er so ein bisschen ins Bräunliche gehen, zu rotbraun. Und so ist er jetzt erstmal ziemlich dezent, aber einen schönen Glow hat er. Ich versuche den mal aufzubauen und mache da einfach mal noch eine zweite Schicht drüber. Ja, ich glaube, das ist eine richtig schöne Herbstfarbe. Gefällt mir. Sie ist so bräunlich-rot mit einem Peach-Einschlag. So würde ich sie fast beschreiben. Und dann ist da noch der Schimmer mit drin. Ein sehr schönes Produkt, von der Gestaltung her alleine schon. Und ich freue mich drauf, den im Gesicht auszutesten. Hier seht ihr nochmal alle Produkte von meiner Box. Und ich finde, sie ist wirklich sehr stimmig gestaltet. Sei es farbtechnisch, aber auch von der Produktauswahl, von den Namensbezeichnungen der Produkte. Also allein hier auch bei dem Essie-Nagellack, dieses Ballet Slippers als Farbbezeichnung, was sehr gut zum Titelbild des Magazins passt. Der Pinsel mit dem passend farbigen Stiel, auch die Duschcreme finde ich sehr passend. Und Lippenöl finde ich auch sehr schön als Alternative zu den Lippenpflegestiften, was mir gefällt. Und der Blush ist natürlich ein richtiges Highlight, etwas ganz Besonderes. Also ich bin sehr happy mit der Box, immer noch traurig, dass meine Box selbst demoliert ist, aber mit dem Inhalt bin ich wirklich mega glücklich. Ich blende euch jetzt hier einmal den Gesamtwert für diesen Monat ein und dann schauen wir einmal noch das Heftchen hier durch, was es da für Alternativen hätte geben können. Und hier auf der ersten Seite der Produkte seht ihr auch nochmal diese andere Box, die blaue im Hintergrund und diesen Blush hat dann natürlich jeder mit drin. Der hat einen Wert von 10,50 €, das ist ordentlich. Den Pinsel hat scheinbar auch jeder drin. Dann hätte man drin haben können von Christina Aguilera ein Parfüm. Oh, da hätte ich mich aber auch sehr drüber gefreut. Und das sieht auch noch so hübsch aus mit dem Spitzenmuster. Das ist auch nochmal ein richtiges Highlight. Es hätte auch geben können von Catrice eine Lidschattenpalette. Auch nicht schlecht. In schönen, tragbaren Farben. Von Jil Sander hätte es noch eine Handcreme oder alternativ auch ein Duschgel geben können. Da bin ich froh, dass ich das von Betty Barclay drin habe. Das gefällt mir, glaube ich, etwas besser. Und ich glaube, jetzt sind wir auch schon durch. Jetzt haben wir hier nur noch den Spoiler auf den November. Das ist ja mein Geburtstagsmonat. Da wird es auch noch mal eine ganz besondere Überraschung für euch geben. Da will ich jetzt aber noch nicht so viel verraten. Hier steht jetzt Make-up und Magic Edition. Okay. In the mood for glitter and magic. Wir können nicht genug bekommen von Glitzer, Schimmer und Glow auf unserer Haut, den Augen oder Lippen. Schließlich ist es Zeit, sich ausgiebig auf die bevorstehenden Xmas-Partys vorzubereiten. Mit deiner Glossybox im November bist du in Sachen schillernd strahlende Beauty bestens versorgt. Stell den Champagner kalt, lade deine liebsten Ladies ein und kreiere mit uns gemeinsam magische Glam-Looks, die deiner Pre-Christmas-Beauty den letzten Schliff verpassen. Das klingt sehr cool, da freue ich mich drauf. Das klingt nach viel dekorativer Kosmetik. Ich hoffe auf einen Highlighter. Das wäre mein persönliches Highlight. Und ja, wir dürfen gespannt sein, was die nächste Box so bringt. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Ich hoffe, euch hat mein Unboxing gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich mega drüber freuen. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr jetzt hier gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Damit verpasst ihr auch keine Videos mehr. Und falls ihr jetzt noch Lust habt, blende ich euch hier mal zwei weitere Videovorschläge ein. Klickt doch da gerne mal rein. Ich sage Tschüss, alles Liebe, eure Nicole.